oben. Das ist nicht sehr schön. Habe ich mich hier umgebracht. Umbringen gehört dich nicht, liebe Leute. Nur wir dürfen das. Steh hinter dir. Ich hab grad einen erledigt, das auf mich oder auf dich gezielt. Auf dich. Komm, wir rennen wieder aufs Flugfeld. Zack, drüber gesprungen. Irgendwo gegenüber ist er, pass auf Jan. Versuch ich ja, nur der Typ schießt. Hab ihn. Eine Kiste wurde abgeworfen, okay. Ist noch aber die Frage, wo? Ja. Komm Jan, lass uns einen Heli schnappen und dann irgendwo dahin fliegen. Da hinten ist die Kiste. Wo? Da ist der Nebel. Karte. Ach ja, auf der grüne Symbol, komm. Mach schnell. Gib Schummi, ey, Alter. Mach schon. Warum haben wir schon 3 Sterne? Ich hab nochmal im Kopf abgeschossen hab. Da ist die Kiste. Da sind schon 2 Leute hin auf dem Weg, ey. Das sind schon mehrere. Ist die Kiste weit von uns entfernt? Ja, das schaffen wir nicht mehr. Trotzdem können wir Leute killen, die die Kiste haben. Naja, vielleicht wird er ja noch abgeknallt von den Wachen, die da mal so drumherum stehen. Das sind Kisten, um die... Nein, der hat einen Kampfschild! Der Kampfschild! Hinter uns ist er. Komm, der hat einen Kampfschild, ey. Jetzt, zieh ihn an! Doch nicht, egal. Ich bin gut, oder? Immer so geil haarscharf, ey. Komm, flieg weiter. Das Spackenloch. Ich glaube, das Spacken hat die Kiste schon. Ja, hat er schon. Hast gesehen, wie knapp wieder vorbei? Ja, er hat den Heli anvisiert, das Spacken. Nimmst du mal die Markierung weg? Mit drauf. Jo. So, wer ist wieder hinter uns? Rakete! Ich mach's gut, oder? Ja. Hat er sich selbst umgelegt? Geiles Ding, Alter. Du hast ihn gerade gekillt, Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, du hast ihn gekillt, Alter. Ich weiß nicht, du geile Kampfsau. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie. Wie der sich jetzt auflegen muss, irgendwo oder? Auf dem Hügel ist einer. Oh, wahrscheinlich, ne? Ich meine, der musste sich diesen Jet klauen. Und dann jetzt, wo er es geschafft hat, tot. Da oben. Du kannst die Raketen übernehmen. Wenn du...
bin raus, ich bin tot. Die Bullen haben mich weggeknallt. Toter Pilot? Ja, kann gut angehen. Ich glaube, der hat einen Motorausfall. Hier, komm. Schnell, 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 schnell. Oh! Ich habe ihn noch gesehen und eben kurz anvisiert, aber das, dann war er schon über uns weggeflogen. Und Spacken, ey. Was machen wir jetzt? Eigentlich schnell ist er wieder an den Jet gekommen. Das war kein Jet, das war ein anderer Kampfhubschrauber. Ja. Yeah. Das war bestimmt einer von denen am Flughafen, an denen wir uns gerecht, die sich rächen wollten. Oh. Da runter zur Straße rennen und dann bestellst du den Wagen. Mhm. Also schon mal Mechaniker Girl anrufen. Black. Auch über die Hälfte verloren? Nö. Oh. Ich hätte immer noch einen normalen Heli anzubieten. Keinen Buzzard, sondern einen normalen Heli. Ja, was wollen wir mit normalen Heli? Da können wir uns ja nicht wehren. Oh, auch wieder wahr. Kommt dein Wagen gleich nochmal? Oh, vor sich der Schwarz, der hat Waffe. Hat aber nicht geschossen. Oh, 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 oh. Kampfheli. So ein Spacken, ey. Julian Grimm. Och, ein 16-Jähriger. Oh, eine kleine Pussy. Du darfst das hier noch gar nicht spielen. Doch. Ba, ba, ba. So sieht zwar aus, ne? Ja. Immer diese Pussys. Holen wir uns gleich so einen Hammer. Oder kommt er wieder? Ha? Du, wenn er gleich wieder kommt. Da verschwindet er, ey. Wenn er gleich wieder kommt. Ich hab kaum noch Munition. Ich hab kaum noch Munition im Sturmgewehr. Kannst du bestellen von Mariwasser. Wow, er ist tot. Nein. Doch. Hier, komm mit rein. Ich hab einen Wagen geklaut. Komm. Ja, lass fahren. Du hast ja bei Minecraft nach dem Sumpf gesucht, hier hast du ihn. Du, die Fahrkünste lassen in diesem bergigen Gebiet wirklich zu wünschen übrig, ne? Oh, schade, ist doch nur ein kleines Kissloch. Ich muss erstmal mit einem kleinen E-Wagen hier durch die Ballerei heizen. Der Wagen ist sowas an demoliert. Komm, Paddy, wollen wir uns auch... komm, jetzt sagst du Paddy. Jan, wollen wir uns auch einen Kampfjet holen? Kampfjet? Ja. Kriegen wir doch schwer mit dem Auto.
Und? Warte kurz, ich bewege mich zu dir. Wäre es nicht dann eher mehr hier für 1000 Dollar bei Merriweather anzurufen? Dass wir uns zum Himmel fliegen? Hm? Und was dann? Dass wir dann über den Jazz abspringen. Nö. Dann warte aber wenigstens mal kurz auf mich, dann sollten wir wenigstens gemeinsam reinfahren. So. Ja, ich bin momentan auf dem Gebirge. Wieder in die Berge hochgefahren. Beim süßen Elektrowagen. Ich sehe deinen Elektrowagen. Das machst du aber nur, weil du Bullen am Arsch hast. Ja. Deswegen bleibe ich auch noch mal kurz im Gebirge stehen, bis sie weg sind. Wollen wir den Wagen hier eher benutzen? Ja, wie gesagt, ich muss erst mal warten, bis meine Sterne weg sind. Dann können wir gerne deinen Jeep benutzen, so jetzt. Oh, gleich wieder zwei Sterne. Wofür das denn? Scheinbar möchte ich dieses Fahrzeug haben, aber die Genehmigung nicht entgegen, wenn du Fahndungslevel hast. Bei mir stand nicht, dass hier Simon das Wegelchen haben will. Ja. Aber wenn er es haben will, dann kriegt er es natürlich nicht. Da unten sind zwei. Oh. Nicht da unten. Über uns. Ja, ihr habt doch über uns gezielt. Ah, ich... Wir waren im Jet drinne. Ach so, ein Jet-Funktion. Nein, ich will mir einen Kampfjet holen. Die hatten nur einen Jet. Ah, okay. Kampfjets sind schwer zu kriegen. Nicht versenken. Ja, klappt doch, läuft doch alles. Naja, der Motor bald nicht mehr. Aber im Online-Modus sind doch hier die Tore fest zu. Hier können wir nicht reinfahren. Doch, hier können wir reinfahren. Nur rein jumpen. Die, asshole! So. Du wirst gleich sehen, die Tore sind zu. Fahr zurück. Also kein Scheinwerfer, kannst du ihn nicht mal kurz wegknacken? Aus Entfernung? Kann ich machen, bleib stehen. Was steht einfach auf da, auf dem Scharfschützengewehr. Aber dann wird das Tor dahinter immer noch nicht aufgehen. Aber guck mal, drei Sterne habe ich jetzt. Okay. Was für eine Pisse. Hier. Fahr kurz da auf den Berg hoch und dann sage ich, zeige ich dir, wie es anders besser geht. Dann lässt du mich auch besser nachfahren. Vorsicht, da kommen welche entgegen. So, wie kommen wir da jetzt rein? Andere Seite und dann, oder hier mit sehr viel Schwung über diesen Abhang fahren. Jetzt geradeaus, Alter. Links jetzt lang. Rechts am meisten die Panzer.
Hier können wir uns so einen LKW holen, die halten länger durch. Hier Nummer 1, steig aus. Und dann schön tief fliegen, nicht vergessen, ne? Um rauszukommen. Hast du schon eine Rakete abgekriegt oder was? Ja. So, ich bin raus ohne Rakete. Am Arsch. Dann kannst du mir nochmal Deckung geben. Ich hab unterm Bullen am Arsch. Am Arsch. Ich konnte eben nicht tief bleiben, weil ich Richtung Berg rausgefahren bin. Hier ist natürlich Kagi. Kommst du jetzt auch rein? Kommst du? Ich lande hinten beim an der Flughafen erstmal. Mal von Rakete auf MG wechseln, ich will dich ja nicht anvisieren. Habe ich auch schon gemacht. Ich bin hinter dir deswegen. So, Polizei ist auch weg. Bei mir noch nicht. So. Hoffentlich bin ich die Bullen los, bis ich beim Flughafen bin. Wer hier? Ah, ich hab ja Radio im Chat. Hui! Was hast du? Ich hab Radio im Chat. Und was ist der Unterschied zum anderen? Oder wie? Achso, Radio im Chat. Ich hab Radio im Chat verstanden. Ja, Radio im Chat. Ja, ich nehme die linke Landebahn, also versuch mal auf der rechten zu landen. Treffen uns dann bei dem Titan Lagerhalle. So. Sicher geparkt erstmal. Kannst du dir mal kurz dazu stellen, so daneben. Oh, komm schon, Flo. Das schaffst du. Gut gemacht. Und das war's.